Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, respektive auch wieder meine Podcast-Hörer und Hörerinnen. Heute geht es um das Thema Network Marketing Teil 2. Ich habe schon mal ein Video über Network Marketing gemacht. Das verlinke ich dir gerne hier oben in der Infobox. Schau dieses Video dir zuerst an, bevor du dieses Video dir jetzt komplett zu Ende anschaust. Du musst auf jeden Fall das erste Video bis zu Ende anschauen und dann dieses Video auch zu Ende anschauen, respektive die Podcast-Folgen beide zu Ende anhören. So, jetzt gehen wir mal drauf ein über Thema Network Marketing, respektive MLM-Vertrieb, respektive Direktvertrieb. Also, erstmal, ich finde das System Network Marketing ein extrem spannendes Thema, um nebenbei Geld zu verdienen, um seine Haushaltskassen aufzubessern, respektive aber auch ein Business zu starten. Jetzt sagt der ein oder andere, Schneeballsystem. Es ist doch alles Schneeballsystem. Nein, ist es eben nicht. Dazu habe ich ja, wie gesagt, das Video schon mal gemacht. Schau dir es gerne an. Da erkläre ich dir, was das Network Marketing ist und wie du das vergleichen kannst mit anderen Firmen. Jetzt gehe ich aber drauf ein und euch Insight zu geben, was ich sehe und wie ich sehe, wie manche da verkrampft sind in der Kundenansprache, in der Akquise. Hey, ihr Networker, habt ein geiles Produkt. Ihr habt so eine geile Möglichkeiten, eure Produkte über die sozialen Medien zu verkaufen. Aber dann verkauft ihr die und zeigt sie nicht mal. Ihr zeigt nur, du kannst mit dem Network Marketing so viel Umsatz machen und so weiter und so weiter und so fort. Dann zeigt ihr diese Statussymbole mit diesen Autos, sagt, dass die Autos kostenlos sind. Nein, sitze eben nicht. So. Autos bei Network Marketing Firmen sind nicht kostenlos. Autos sind geleast. Autos kosten da auch ihren Geld. Na, bitte sagt es richtig, wenn ihr das zeigt. Und kostenlos Urlaub ist auch nicht so. Na, aber das Geilste ist, ihr habt geile Produkte. Ihr habt geile Produkte. Ihr habt geile Produkte. Warum zeigt ihr diese Produkte nicht? Egal, ob es jetzt von dieser Firma ist oder von anderen Firmen. Warum zeigt ihr diese Produkte nicht? Warum verkauft ihr diese Produkte nicht auf Social Media und zeigt nur dieses Statussymbol Auto? Auto ist nicht wichtig. Was wichtig ist, sind deine Produkte. Du lebst von Neukunden. Deine Neukunden müssen doch sehen, was du verkaufst online. Du musst deine Produkte im Netz zeigen, für was deine Produkte stehen, was deine Merkmale und Nutzen
für den anderen hat. Ja, diese Produkte sind Pülferschen. Die rührst du an. Die rührst du an mit Wasser. Und das musst du doch zeigen. Genau das musst du zeigen. Du musst den Schmerz deines Kunden treffen und sagen, hier, lieber Kunde, das ist die Lösung für deine Konzentrationsschwäche, das ist die Lösung für mehr Ausdauer und so weiter und so fort. Präsentiert deine Produkte. Und es ist egal, bei welcher Network-Marketing-Firma das du bist. Ob es jetzt Tupperware ist oder Vorwerk oder Nahrungsergänzungsmittel. Warum zeigt ihr eure Produkte nicht? Schämt ihr euch für eure Produkte? Ihr wollt doch ein Team aufbauen. Ihr wollt doch mehr Menschen damit begeistern. Also begeistert auch deine Neukunden mit deinen Produkten und nicht mit dem klischeehaften Statussymbol Auto oder Geld. Zeigt endlich mal euer wahres Gesicht, eurer Produkte. Versteckt eure Produkte nicht. Und wenn einer sagt, es ist alles Schneeballsystem, dann könnt ihr sagen, wir schmeißen euch kein Schneebälle ins Haus. Wir können auch anders da. Leute, es ist doch gar nicht so, es ist doch alles so einfach wie möglich. Du hast doch dein scheiß Handy. Hast doch deine Produkte. Also zeig doch deine Produkte. Merkmal nutzen. Produktpräsentation. Präsentiere deine Produkte. So wie die Telekom das in den Stores macht. Oder wie Apple das in ihren Stores macht. Oder auch online. That's it. Wenn du das nicht kannst, ja, dann in den Show Notes sind meine Kontaktdaten. Wenn du jetzt, wie gesagt, mehr wissen willst, Show Notes, zack, sind meine Kontaktdaten, sind alle meine Produkte, meine Dienstleistungen da. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video oder in der nächsten Podcast-Folge.